Hallo, grüß euch. Wir sind heute auf dem Weg von Wien nach Linz. Und da habe ich mir gedacht, ich erzähle euch einmal was über ein Radio, was überhaupt nicht schwer ist oder schwer war. Und zwar ist es ein stinknormaler kleiner Radio gewesen, den was ich nicht mehr gebraucht habe. Und da habe ich das Innenleben ausgebaut, das Gehäuse angeschnitten und habe eigentlich nur die Knöpfe lassen. Die Knöpfe habe ich lassen. Die Verbindung zum Radio habe ich einfach getrennt und habe dann die Kabel angelötet, was dann zum USB-Interface gingen. Und somit schaut es von außen aus wie ein Radio. Funktioniert auch wie ein Radio, außer mit ein paar Sonderaktionen, wie da zum Beispiel mit Fenster aufmachen, da zumachen. Allerdings nur für die linke Seite, für die rechte Seite habe ich da die belegt. Lass ich mir aber auch noch was anderes einfallen, ob ich das vielleicht einmal da herum mache, auf der Seite. Werde ich noch schauen. Ja, die Knöpfe habe ich glaube ich eh schon mal erzählt. Das ist für die Radiosender weiterschalten oder für die MP3s, wenn man was im Ordner drinnen hat. Und was habe ich noch? Jetzt habe ich mir den Tempomat eingetan müssen. Lautstärkeradl. Ist auch noch original wie beim Radio drinnen, war ein bisschen empfindlich oder finklich zum Aussehen kriegen, wie das funktioniert, genau mit Lader und Leiser. Aber ich hab's da hingekriegt. Funktioniert ein bisschen zart, aber es funktioniert, weil man da ziemlich viel dran muss. Und da habe ich jetzt erneuert den kleinen Wippschalter, was ich da oben habe, wo man nochmal beim BKW die Geschwindigkeit für den Scheinwischer einstellt. Da habe ich mal eine kleine Taste eingebaut, also kleine Druckknöpfe. Wenn ich nach links drücke, habe ich da einen Hupen. Und wenn ich nach rechts drücke, habe ich dann von Automatik auf manuell geschaltet. Das heißt, wenn ich zu mir ziehe, schalte ich einen Gang auf. Und wenn ich runter drücke, wieder einen Gang runter. Oder zwei. Auf gut Deutsch, manuell fahren. Ist oft praktisch. So wie jetzt zum Beispiel. Aber meistens fahre ich manuell. Meistens. Für den Multiplayer habe ich da jetzt ein Funkgerät gebaut. Habe ich für online, ich glaube, zweimal benutzt bis jetzt. Ist aber witzig.
Siehst, da fällt mir nur ein. Wegen einem Blinker. Der Blinker. Was kann man das so lassen? Nein, gell? Das geht nicht. Das zeige ich euch jetzt dann noch schnell wegen einem Blinker. Und zwar, ich hoffe, dass man das sieht. Der kleine Stift beim Blinker, gell? Das ist ein stinknormaler BKW-Blinker. Da fährt da der Stift aus. Dann habe ich beim Lenkrad da eine Schraube seitlich montiert. Wenn ich nach rechts lenk, schnappt er ein. Und wenn ich zurück lenk, fliegt er aus. Ich hoffe, dass man das sieht. Dass man das wenigstens ein bisschen sieht. Ich hoffe, das hat man gesehen. Und so habe ich das gemacht. Ich habe da die Kontakte ausgesucht beim Blinker. Und hab's dann einfach ausgesucht und dann mit den verbunden. Mit dem USB-Interface verbunden. So, jetzt das ist das Mainboard. Ab und zu hat der Blinker aber einen Spinner, weil wenn ich schnell tue, dann rastet er halt aus. Aber er blinkt noch weiter. Da weiß ich noch nicht weiter, wie ich da tue. Beziehungsweise da muss ich mir erst was einfallen lassen. Ich glaube, dass da die Pulsweite nicht passt, was ich da eingegeben habe. Aber da muss ich mir erst spülen. Ist zwar nicht immer, aber ab und zu ist halt. Ja, das wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Mit dem Blinker. Ist auch nichts. Auch nichts Besonderes gewesen eigentlich. Und ja, somit sage ich danke fürs Anschauen und wird euch Gott.